Hallo und willkommen zurück zu unserem Let's Play von Kingdom Hearts 3D HD auf der PlayStation 4. Mein Name ist Melkota von GamersPalace.de und wir sind hier auf der Vergnügungsinsel noch mit Sora. Unsere Aufgabe war hierbei, dass wir Pinocchio hinterherlaufen. Ja, ja, ja. Der wird nämlich von Jiminy Cricket besucht. Ja, ha, ha. Ja, ja, ha. Hey, ha. Back off. Hey, ja, ha. Ja, hey, ja, ha. Noch jemand? Oh, sind wir schon durch? Na gut. Ja, ja, ha, ha. So, jetzt zeige ich euch, wie man den Realitätswandel, weil ich nämlich einfach die Blasen, oh, das waren schon alle Gegner, einsammeln kann. Und dann sind die auch alle mit A in der Matrose. Das ist ganz cool. Oh. Und jetzt halt zwei neue. Ja, ha, ja. Hey, hey. Ja, ha, ja. Sind die nicht erschienen, als ich den Ball gemacht habe. Ha, come on! Ha, come on! Hey, ja, ja! Ja, ja! Tot! Ja, ha, ha! Super! Ah, hier dürfen wir noch nicht lang. Ja! So, jetzt geht die auf. War denn Pinocchio? Ah ja, hier. Pinocchio! There you are! Pinocchio, it's not safe for you here. Listen to Jiminy and go back with me. Oh, what? My! Dream Eaters! Only one way to solve this problem. Schalte die Traumfänger aus. Ne? Hey, ha, ha. Kriege ich einen in Realitätswandel rein? Ja! Ja! Nein! Ha, ha. Nein! Hey, ha, ha. Hm. Ja, kenn ich ja. Diese typischen japanischen Rollenspiele? Ja. Das dann immer heißt next. Würde jemand sagen, schon? Ja! Hey! Ja! 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 Ha! Come on! Ja, ja, ja! Ja, ja, ha! Ha, hey, ja! Ha, ha! Hey, ha, ja! Hey, ja! Ja! Einfach keiner in diesem Realitätsraum. Ja, ha, ha! Hey, ha, ha! Hey! Bam, bam! Those Dream Eaters were pretending to be Pinocchio. So, then where's the real Pinocchio? Sora! Up there! Look at the top of that tower! You're right. Come on, Jiminy! Aber der sieht doch auch schon wieder falsch aus. Los geht's! Das ist irgendwie super cool. Mal fix die Kiste hier mitnehmen und dann... Eisbar! Schaffe ich es bis zur... Nein. Aber hier können wir langfahren. Ich glaube, wir fahren in die falsche Richtung. Können wir das? Nein, tun wir nicht. Gibt es hier überhaupt eine richtige und eine falsche Richtung? In erster Linie gibt es einen, ich spring vorbei. Moment, das hier können wir dazu benutzen. Hier.
Gee, Pinocchio, how'd you manage to get up here? Come on, let's go home. Ah! Another imposter. There! See him walking? Well, sure, if that's really him. Don't give up, Jiminy. Come on, let's go! Das erkennt man doch wirklich an der Farbe, oder bin ich die Einzige, die das erkennt? Ha! Hey, ja, ja! Ja! Ha, ja, ja! Ha, hey! Yeah! Ha! Ha! Hey! Ha! 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 Hey! Ha! Okay, erst mal noch hoch und das war's. Die gelbe Farbpistole. Oh, hier kann man nicht rutschen. Schade. Das war der Weg hier drüben. Hier lang? Gegner. Hier. Ja, ja, ha! Ja, hey, ha! Ja, ha! Nee. Ja, 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 hey, ha! Hey, ja, ha! Ja, ja, ha! Ja! Das war's. Ja. Oh, ich wusste es. Hier war der Weg, aber bevor wir da reingehen, will ich ganz kurz in meinen Fertigkeitslink gucken. Cool, können wir gleich zwei hier machen. Sehr schön. Ah, und das hier unten, dieses Fragezeichen-Ding. Geheimroute geöffnet. Okay, coole Sache. Nice. Super. Kriegt ihr jetzt auch mal ein paar Süßigkeiten? Da. Ah, cool. Die Stimmung von Yagi-Bock hat sich geändert. Das heißt, wir können gleich nochmal in den Fertigkeitslink reingucken. Genau. Je nachdem, nämlich welche Stimmung der hat, desto mehr wird dann in dem Fertigkeitslink hier freigeschaltet wird. Hier oben die beiden zum Beispiel. Genau, sehr gut. Jetzt sind wir aber mächtiger. Also ein bisschen. Kiste. Ja! Ha! Ha! Thunder! Oh nein! Ja. Jetzt weiß ich, warum man... Ha! Oh, komm her! Ja! Ja! Komm! Ha! Ha! Komm her! Bam! Komm hier das gleiche, ja, ja, auch ja, 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 ich glaube, hier gibt's keinen. Ja, ha. Schade. Ja, hey. Aber eine Kiste.
Oh nein, der macht immer Bam. Tür geht auf. Aber vielleicht gehe ich nochmal kurz zurück. Hätte ja sein können, dass das was Besonderes ist. Und ich überlege, dass ich mit Rico immer noch... Oh, schön. Mit Rico immer noch... quasi Motorsport, ne? Das ist ja schon irgendwie... seltsam. Hauptsache, wir können die Erfahrungspunkte sammeln. Wusste ich doch, dass wir hier eine vergessen haben. Pinocchio! Jiminy! Help me, Jiminy! Oh, my stars above! We've got to do something! Okay, I got it covered. Oh, Pinocchio! Look at you! I think for now, you two better get out of here. Das war irgendwie ein doofes Spiel. Irgendwie war das doof, aber mal sehen, wie das jetzt ist. Springende Gegner kann ich wegschleudern, sondern springende Gegner erstmal ein. Oh, war jetzt ja. Ich glaube, einfach ist doch einfach, oder? You again? Xemnas? This is impossible! My, my. A hollow puppet that's managed to grow a heart. Just imagine that. Pinocchio isn't anything like you nobodies. But if Pinocchio could be given one, shouldn't you be able to have a heart inside you too? Maybe so. However, do not forget that you yourself are not so very different from us. How am I anything like a nobody? That doesn't make any sense. Tja.
Irgendwie schon. Ach ja, das ist wieder so eine Chronik, wo nur der Text drin steht. Das brauchen wir nicht machen. So, super duper, haben wir das schon absolviert. Haben wir kurz noch diese übliche, gucken kurz nach Schatzkistenrunde. Und dann laufen wir Chimney. Hier ist die Mühle. Genau, dann gehen wir Chimney und Pinocchio gleich hinterher. Heilen. Und weiterlaufen. Hey, hey, ja! Erfahrungspunkte incoming! Hey, ja! So haben wir 17 erreicht. Passt nicht mal mehr durch die Krankheit. Immer ein bisschen zu groß geworden. Gehen wir in die richtige Richtung? Ja, ne? Ja, oder? Ja. Ja, ja, ja! Ja, ha, ja! War das nur eine? Ach nee, das ist eine. Dachte ich mir doch, dass das irgendwie doof war. Muss ich Sportsfreund jetzt noch aktivieren oder ist er schon aktiviert? Mal schauen. Ah, hier. Denn hier? Ah. Wie, hier gibt's jetzt nichts. Ah doch, zwei Kisten sogar. Yes. Yeehaw! Und dann noch hier hin, super! Geh auf! Gut. Super! Gehen wir mal zurück. Das alles? Das ist echt ein cooles Ding, muss ich mal so sagen. Well, I hope they got home safe. You must be Sora. Oh. Yes, ma'am. And you must be the Blue Fairy. That's right. And I'm afraid that I have grave news. Good Geppetto went off to look for Pinocchio, and he was swallowed by a whale named Monstro. What?
Have you told Pinocchio and Jiminy about it yet? Yes. And when I told them Geppetto was still alive inside the whale and at the bottom of the sea, those two little ones ran off at once. They're very determined to save him. But that's crazy. I've got to find them. This Monstro? I've heard of him, Pinocchio. He's a whale of a whale. Why, he swallows whole ships alive. And besides, it's dangerous. Why, Goodbye, Jiminy. Goodbye. I may be live bait down there, but I'm with you. Ah. Dann kommt natürlich dieser Wal und der frisst dann natürlich gleich Pinocchio, weil das ja so ein leckeres Essen ist dann, ne? So, ich möchte aber jetzt trotzdem nochmal kurz in meine Fertigkeitslinkliste gucken. 73 Punkte. Und hier haben wir genau 100. Erhöhen wir mal die Angriffskraft. Ja! Hey! Ha! Ja! Ha! Hey! Ja! 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 Ist das auch die einzige Welt, wo ich gerne mit diesem mit diesem Realitätswandel kämpfe, weil die einfach mal super cool ist? Ja! 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 Und auch echt Spaß, ne? Ja. Hey, ah ja, die eine Robbe war noch. Ich glaube auch, ihr seid so mega cool, ne? Diesen Frosch sprechen wir nicht an. Einfach aus dem Grund, er ist schwierig. Und es ist so eine Art Gegner. Bonusgegner sozusagen. Hey, warum will denn jetzt niemand von euch in den Realitätswandel rein? Da ist noch einer. Komm hier. Und tot. Jetzt sind wir auch im Meeresgrund. Cool, hä? So einfach geht das. Hier unten springt man auch höher. Also ihr habt dann wirklich die Gelegenheit, euch alles anzuschauen. Böser Piranha-Fisch. Oh, wir vertreiben uns. Wir sind Vorteil. So, da oben war eine Höhle. Mit eingebauter Schatzkiste. Wo kommt man dann hier hin? Ach, hier kann man das alles umgehen. Na, das machen wir ja aber mal nicht. Wird wieder hoch. Das ist ja blöd sonst.
wollen ja die Gegner bestimmt Erfahrungspunkte zu sammeln. Ja, ha! Oh nein, jetzt haben wir den vorher besiegt. Komm bitte hier rein. Ja. Ja, hey. Ha. Ja, ha. Ja, ha. Ja. Ja, ja. Ha. Hey, ha, ha. Ja, ja, ha. Ja, ja. Ja, ja, ha. Nehmen wir halt mal den Rochenexpress, oder? Was meint ihr? Oh. Na, das kann dann auch passieren, wenn ich mich dazu entscheide. So, theoretisch. Nein! Oh, Sora! So. Sind wir ganz von alleine hierher gekommen. Ich habe das Prinzip verstanden. Die hab ich jetzt irgendwie gar nicht für voll genommen. Ich weiß gar nicht, wie wir... Lass mal uns noch hochbeamen, so. Speicherpunkt. Lass mich doch nicht hier vorbei mogeln. Gegner? Ja, ja, ha! Ja, ja, ha! Hey, ha, ha! Ha, ha! Hey, ja! Ha, ja, ja! Ja, ja, ha! Ha, ja, ja, ja! Ja! Ja, ja, ja! Ja, hey, ha! Genau, und dann wechseln wir mal fix zu Rico zurück. Hui! Damit wir mit Rico auch endlich mal die Welten abschließen können. Oh. Sind wir irgendwie hier wieder rausgekommen? Das war nicht unsere Absicht. Hey, ja! Ja, hey, ha! Ja! Ja! Hey, ha! Ja! Hey! Ja, hey, ha! Ja, hey, ja! Hey, ha! Hey, ja, ha! Ha! Oh, da vorne ist wieder offene Ozean. Ha, ja! Glaube ich. Na, noch nicht ganz. Ja! Hey, ha! Thunder! Ha, ja, ha! Hey, ha! Ja! Ja, ja! Hey! Ja, ja, ja! Ja, hey! Ha, hey, ha!
Vamos a sentir ese cuerpo. Mira. Offensichtlich. Böser Gegner. Oh no! Claw my way past, then rescue my friends. Tja, rescue my friends, hat gesagt. Aber wir müssen auch gleich wechseln. Da bringt uns der Kampf jetzt gerade nicht so viel. Wir fangen ja eh dann gleich wieder an. Erstmal noch 15 Sekunden durchhalten. Ohne zu sterben. Tschüssi, bis nachher. Gut, und ja, wir wechseln jetzt gleich zu Riku. Und ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin Meikota von Gamers Palace. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.